Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Wir müssen mit der Bundesliga spielen, weil im letzten Spiel wurden wir einfach kaputt gegrätscht. Was sollen wir machen? Es ist so, also es ist der Wahnsinn. Jetzt muss ich die ganzen guten Spiele reinhauen, weil die Verletzten müssen ja auf der Reservebank sitzen. Es ist so krass, müssen wir halt wirklich zwei Spiele machen mit der Bundesliga, nur weil drei von uns totgegrätscht wurden. Glücklicherweise fallen alle nur zwei Spiele aus, das heißt, dass es halt reicht, wenn wir jetzt diese zwei Spiele machen, aber dann spätestens das zweite Spiel hat das Problem, dass wir eben nur noch schlechte Fitness haben werden. Embolo bekommt jetzt direkt eine Fitnesskarte von mir. Warum hat denn Toprak volle Fitness schon? Der verliert wohl fast keine Fitness oder was? Ach so, ja, okay, die Innenverteidiger haben generell immer mehr Fitness. So, Verbrauchsobjekt anwenden. Zum Glück hebe ich mir diese kleinen Fitnesskarten immer auf. Weil die sind eh nichts wert, also die bekommt man eh nicht für viel Geld los. Okay, ja, was soll ich machen? Also das war echt ein richtig böses Spiel von meinem Gegner, richtig unfair, wie ich finde. Und richtig blöd programmiert mit den gelben und roten Karten. Es war halt zweimal rot bei ihm und er hat bei dem einmal, wo es rot gewesen wäre, nur. Ach nee, Quatsch, da hat er gar nichts gekriegt. Da hat es, glaube ich, drei oder vier gelbe Karten gekommen im Spiel, aber klar, wo es rot gewesen wäre, wo er den Turm angegrätscht hat, das war rot, das war eine gelbe Karte. Oh, ein schwaches russisches Team, interessant, aber auf Garantie wieder ein spielerisch starker Spieler. Und dann hat er mich einmal von hinten umgegrätscht und dafür gab es, glaube ich, gar nichts. So, mal schauen, wie es hier aussieht. Wenn wir gewinnen, wäre es der nächste Goldrang oder der erste Goldrang, das wäre schon mal ganz cool. Embolo versucht durchzulaufen. Habe ich eigentlich auch einen Foul gesehen? Oh, ich dachte, Brosinski läuft ihn ab. War vielleicht ein Elfmeter, bin mir nicht 100% sicher, aber da haben wir Glück, dass es. Keine Elfmeter gibt. Jetzt muss mal die Davi ein bisschen scheiße. Nice. Und diesmal habe ich mehrfach auf Schießen gedrückt, eher weil ich wollte, dass Embolo endlich schießt, als dass ich daran gedacht habe, zweimal auf Schießen zu drücken ins lange Eck, aber es scheint wirklich zu funktionieren. Krass. Das war zweimal Schießen ins lange Eck. Oh Gott, das muss ich mir sowas von merken, das scheint der Geheimtipp zu sein. Zweimal Schießen ins lange Eck, wenn man alleine auf den Torhüter zuläuft. Und ich war ja alleine vom Torhüter. Das Ding ist drinnen, richtig geil gespielt. Dass es mit Didavi überhaupt noch geschafft hat, den Ball anständig rüber zu spielen. Das hätte ich halt gar nicht gedacht. Und dann macht Embolo direkt das Tor. Ach ja, offensiv spielen. Wobei, nee, jetzt haben wir das erste Tor geschossen. Ich wäre ja nur offensiv spielen bis zum ersten Tor, fällt mir gerade ein. Gott, meine ganze Planung kaputt, weil wir so schnell ein Tor schießen, aber nice. Sehr gut. Von. Die Davi, komm Embolo, oh, wie er vorbeizieht, krass. Richtig geil. Immerhin die Ecke. So, also kurze Ecken waren bisher eigentlich am gefährlichsten, zumindest bei mir. Nochmal eine Ecke. Ah, die war zu weit aufgezogen. Die war zu weit aufgezogen. Was ist das denn? Ach, Chicharito braucht leider zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Super knapp, den hätten wir fast gehabt. Castro zieht mal durch. Nee, wir brechen ab. Oh, hätte vielleicht doch nicht abbrechen sollen.
Jetzt gibt es wahrscheinlich einen Konter. Sehr gut von Kolasinac. Oh, das ist so geil. Bester 75er überhaupt. Bitte kein Tor, bitte kein Tor. Oh, er wusste nicht, was er machen soll. Geil. Ah, schade, aber Ticharito hält jetzt zumindest den Ballbesitz. Mit dem bin ich nicht so gerne auf Außen. Das ist halt körperlich nicht so stark. Sehr gut von Toprak. Oh, ich habe mich zu spät überlegt, was ich machen will. Scheiße, faul. Sehr gut von Sokrates. Ich glaube, da waren wir zuletzt dran. Bitte keine Ecke. Ich glaube, da waren wir zuletzt dran. Ja. Oh. Wieder halt. Ich versuche mich nicht drüber aufzuregen, aber ich schaff's einfach weder im Angriff noch in der Defensive irgendwie diese Ecken zu verteidigen oder eben, wenn ich im Angriff bin, zum Kopfball zu kommen. Es ist. Ich verstehe es nicht. Also es ergibt keinen Sinn für mich. Irgendwas mache ich anders, was die anderen nicht machen. Der hat auch wieder einfach nur in die Mitte reingeflankt. Ne? Da war wieder nichts Besonderes gemacht. Einfach in die Mitte reingeflankt. Es hat gereicht. Er hat sich durchgesetzt. Zu lange rumgeeiert. Ging gut los, das Spiel, aber mittlerweile, muss ich mich wieder konzentrieren hier. Dumm von mir, der Pass. Okay. Standen mal wieder besser. Embolo ist durch. Schön gesehen. Oh, der andere geht nicht entgegen. Na, mach doch mal was. Ich konnte den Spieler nicht wechseln. Ist keiner mehr am Angriff. Sehr gut von Toprak. Ob ich mal auf hoher Druck gehe? Es läuft nicht gut. Aber ich habe auch das Gefühl, meine Konzentration lässt nach. Ich muss eine Pause machen, verdammt. Oh, zum Glück haben wir das Tor geschossen, aber puh, wir haben echt sonst gar nichts mehr gerissen. Ich überlege halt, ob ich nochmal auf Offensiv gehe, weil wir brauchen Torschancen. Fuck man, und wieder natürlich das Kopfballduell verloren, weil ich kein Kopfballduell gewinnen kann. Aber es ist erst Anfang der ersten Halbzeit, wir machen noch eins.
Ich glaube, abseits. Ja. Oh, Traumpass, aber wir werden es nicht schaffen, ja. Warum macht denn der auf? Und ein Brosinski, ich hasse es. Wieder ist da keiner. Schlechter Pass von Embolo. Wir spielen uns halt überhaupt gar keine Torschance mehr. Das ist zum Kotzen. Diese Drecksflanken, die kommen einfach nicht. Ich war doch eigentlich schon am Passen. Ich brauche einfach zu lange, um mir zu überlegen, was ich machen will. Oh, danke. Oh, war das abseits? Oh, Chicharito, was machst du denn? Komm, wir brauchen nur einen anständigen Angriff. Danke. Kein Foul. Ist halt scheiße, wenn dann keiner. Ich stehe nicht auf Offensiv, aber wenn dann da keiner steht, wen soll ich denn anspielen? Oh, was macht denn mein Prosinski wieder? Sehr gut von Toprak. War nicht so geplant, aber ich hatte, glaube ich, den Controller verrissen. Vollidiot. Presst halt verdammt gut. Momentan zumindest. Wieder schlechte Ballannahme oder Ballmitnahme von
Embolo. Das war eine gute Ballmitnahme. Aber es reicht nicht. Es bringt mir halt nichts, wenn ich keinen Abschluss generiere, nachdem ich über außen laufe. Ich meine, da kommt auch nichts zum Abschluss. Also wir spielen ja eigentlich Ping-Pong hoch und runter, ne? Heben uns sowas von auf, das gibt's gar nicht. Boah, Verlängerung. Aber okay, die letzten beiden Verlängerungen habe ich gewonnen, von daher, und auch noch unverdient, von daher, vielleicht schaffe ich diesmal auch. Ich denke, es ist, ja, ein verdientes Unentschieden, oder? Also, ich glaube, niemand hat so richtig krass Druck gemacht. Lustig halt, dass ich in der ersten Halbzeit das erste Tor schieße, relativ schnell, und er in der zweiten. Sehr ausgeglichen, auch wenn er anscheinend ein bisschen häufiger geschossen hat als ich, aber in der zweiten haben wir uns so aufgehoben. Komm schon. Soll ich mal hoher Druck probieren? Ich versuche mal was zu ändern, mal gucken. Wir haben einfach keine Torchance generiert. Oh, danke, Rode. Steht aber ganz schön offensiv, finde ich. Ich komme einfach nicht vorbei an seiner Abwehrkette. Ja, auch nicht an meiner, aber ich auch nicht an seiner. Das ist zum Kotzen. Ecke. So, jetzt. Fuck, Mann, mach einfach ein Eckentor. Los jetzt. Na, immerhin. Wir haben uns, glaube ich, durchgesetzt. Nein, haben wir nicht, weil der Gegner dran war. Oh, und hier ist halt auch niemand. Oh, fuck. Was ist denn jetzt los gewesen? Ach so, der Gegner hat nicht das Problem gehabt, dass er nicht geklärt hat. Alles klar. Jetzt haben wir es endlich auch mal gesehen. Thomann, Thomann. Thomann, okay, dann machen wir das halt. Oh, geil, es wurde direkt geklärt. Nice. Oh, ich will keinen Elfmeter schießen. Nein. Okay. Immerhin haben wir dieses Mal geschossen, aber es wäre ein unverdientes Tor gewesen oder ein glückliches Tor, weil der Gegner auch nicht klären konnte, so wie ich. Oh, ich musste um Schiri vorbeirennen. Das wäre es jetzt gewesen, wenn so ein Ding reingeht, ey. Hab zwar echt keinen Bock auf Elfmeterschießen, aber dann lieber Elfmeterschießen. Sehr schön von Castro. Sehr schön von Didavi.
Steht zu engmaschig. Das ist. Oh, das ist super eklig. Ich hatte die Schusstäuschung gedrückt und er macht sie nicht. Oh, ich bleib wieder hängen mit Chicharito. Alter, was für ein unruhiges Spiel das jetzt ist. Sehr gut. Oh, Scheiße! Nicht schon wieder! Oh, ich brauche kurz meine Zeit. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich habe bisher jedes verloren. Ich habe den Tipp gelesen, dass wenn er rechts schießt, dann läuft er ganz normal an. Und wenn er nach links schießt, dann macht er eine leichte Kurve. Und da können wir es erahnen. Mal schauen. Ja! Ich habe keine Ahnung, ich habe keine kleine Kurve gesehen, ehrlich gesagt. Oh, na cool, unten durch. Warum gibt es denn hier verschiedene Elfmeter-Anzeigen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, cool, auch unten durch. Ja, warum gibt es denn hier verschiedene Elfmeter-Anzeigen? Das verstehe ich nicht. Die sieht ja jetzt anders aus als sonst. Sehr merkwürdig. Ich habe echt gedacht, er geht drüber, aber er war gut geschossen. Oh, zwei, drei Elfmeter gehalten. Nice. Nice, nice, nice. Sehr schön. Er war auch so geplant, also er soll in der Mitte gehen. Schießt ihn auch in die Mitte. Ah, ich muss ja meine jetzt nur versenken, dann ist alles gut. Sehr schön. Ach, wir haben gewonnen, das war's schon. Oh, das erste Elfmeterschießen, was wir gewonnen haben. Krass, wie gut das läuft. Oh, wie gut es heute läuft mit den Spielen. Oh, wir haben es geschafft, wir haben Goldrang. Geil, wir haben das erste Elfmeterschießen gewonnen. Nice. Oh, zwei gehaltene Elfmeter, ultra schwer. Richtig gut, richtig gut, richtig gut. Embolo macht das Ding. Oh, was war das für ein anstrengendes Spiel, ey. Richtig geil. I love it. Oh, ja, Baby, ja, Baby, ja. Geiler Sieg, wichtiger Sieg. 100% Gewinner ein Elfmeterschießen ohne Fehlschuss. Ach so, nice, ja, schön. Didavi, bester Mann, Vorlage. Didavi mit der ersten Vorlage, Glückwunsch. Aber Didavi hat bisher leider echt weniger gezeigt und gemacht als Kagawa, muss man zugeben. Aber ich gebe ihm noch Chancen. Ich habe das Gefühl, dass ich momentan eher das Problem bin als er oder die Stärke meiner Gegner. Richtig geil. Goldrang 3. Was geht ab? Was geht ab? So, jetzt brauchen wir nur zwei Siege für den nächsten Rang. Oh, ich muss direkt nochmal nachgucken, was es dann gibt. Was steht eigentlich hier? Rang 11 bis 40, Rang 2 bis 10, Rang 1. Ach so, das ist dann quasi. Da muss man dann einfach unter den Top 40 landen, um das zu bekommen. Da ist es dann egal, ob man jetzt Elite 1 ist. Man muss dann quasi unter den Top 40 sein. Ah, alles klar. Ja, wo sind wir denn jetzt? Gold 3. Also noch zwei Siege für ein Megaset. Ein Premium-Goldspieler-Set. Ich bin echt gespannt, was ein Megaset ist, muss ich zugeben. Und 30.000 Münzen. Also da gibt es schon mal 10.000 Münzen mehr. Okay. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Elite ist halt heftig, weil ich nicht weiß, was das genau bedeutet mit diesem Team der Woche. Heißt das denn wirklich, dass man da
ein Team der Woche-Spieler drin hat, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich meine, es gibt auch schlechte Team of the Week-Spieler, klar, mit ihm Bronze und so, aber das sind halt mindestens 10.000 Coins, glaube ich. Aber das ist halt, oder soll es echt heißen, dass es, weil es ist ja ein Set, dass da mindestens ein Team of the Week drin ist und es können auch mehr sein, oder es ist, sind mehrere drin, oder es ist einer drin und ansonsten halt noch anderes Zeug, also ich verstehe es nicht. Krass auf jeden Fall. Egal, egal, egal. Das läuft echt heftig gerade. Das läuft echt gerade super heftig, muss ich zugeben. Oh Gott, ich muss jetzt natürlich, also ich werde eine Pause machen, werde jetzt was essen, werde mich stärken, werde zu Kräften kommen. Vielleicht mal 10 Minuten an die frische Luft gehen oder sowas. Wir haben ja noch 6 Stunden. Und dann werde ich auf jeden Fall versuchen, in den nächsten Rang zu kommen. Ich meine, why not? Why not? In den Goldrang 2, wo es dann 10.000 Münzen mehr gibt. Aber ich glaube, es lohnt sich dann vor allem wieder Goldrang 1, weil wir da halt einfach 35.000 Münzen und zwei Premium-Goldspieler-Sets haben. Oh Gott, das sind noch 4 Siege aus 8 Spielen, das werde ich nicht mehr schaffen. Aber ich denke, 2 Siege schaffe ich noch. Ich bin jetzt schon mehr als überhaupt überaus zufrieden. Ach du Gott, wie geil. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, wird von euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich morgen. Tschüss, tschüss.